liebe Offroad-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren sumpfigen Folge hier bei SnowRunner. Der Sven und ich befinden uns nach wie vor in Island Lake und Sven, wir haben uns wieder einiges vorgenommen, oder? Ja. Also, ich werde... Habe ich überhaupt die richtige Mission ausgewählt? Ja, genau. Der Sven wird sich die alte Bohrausrüstung, glaube ich, schnappen, war es, ne? Ja, hast du schon mal gesehen, wo man die überall abholen kann? An jedem Bohrplatz und auch am Lagerhaus. Ernsthaft? Gleich nebenan, ja. Ja, perfekt. Dann kannst du die ja da abholen. Und ja, dann nehme ich den Weg über die Sägemühle. Ich werde mal noch über die... jetzt bin ich raus. Genau, ich werd die Quest machen, die hier oben rechts noch angezeigt ist. Nämlich die Spritbestellung. Lieferung an das Lagerhaus, Missville-Talsperre, zweimal Frachtcontainer. Mhm. Und ja, wir können ja mal gucken. Ich weiß gar nicht, eventuell können wir am Ende sogar zusammenfahren, ne? Ja. Dann gebe ich mal ein bisschen Hackengas. Ich werde ja dann, glaube ich, ein bisschen länger brauchen. Mit dem Auflieger müsste ich aber parat kommen, oder? Ja. Okay. Ich habe jetzt, ich versuche das Ganze jetzt mal mit dem Rampentieflader, weil der Tiefpunkt, Schwerpunkt tiefer ist. Mal gucken, ob das Fahrzeug dann noch genug Gewicht auf die Straße kriegt. Hm. Wir werden es sehen und pünktlich zum Sonnenaufgang starten wir mal eine Folge bei Tageslicht. Ich bin echt stolz auf uns, weißt du das? Ja, aber das hält ja nicht ewig. Das stimmt. Und ich habe gleich meine ersten Kurve den Wenderradius falsch eingeschätzt. Und dann stand da aus dem Nichts ein Baum. Nein. Eine Sekunde vorher war der noch nicht da. Skandal. Skandal und Baumknutscher. So, guck keiner. Dann nehme ich den Weg durch den Bauzaun. Ich hab's nicht mehr gesehen. Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte es nie jemand erfahren. Oh. Außer die armen Bauarbeiter, die ständig die Zäune wegen uns aufrichten müssen. Auch bekannt als Hupendämon. Ist schon so eine lokale Legende. Mm. Man hört immer nur ein Horn und dann fällt alles um. Ein bisschen wie der Sheep Squash. Sind wir wieder bei Fallout? Ja, ja. Ich weiß nicht, hast du damals auf D-Max lief auch mal so eine Serie mit diesen Sheep Squash Jägern? Oh Mann, das war auch eine Truppe. Sag mir tatsächlich gar nicht. Das, ja, das war auch so Trash. Also die haben in jeder Folge haben die was anderes gejagt, immer irgend so ein Wesen, haben aber effektiv nie was gefunden, geschweige denn Beweise für irgendwas. Sind aber immer mit ihren Schrotflinten da durch den Wald gerannt nachts und die waren alle, wie soll man es harmlos ausdrücken, etwas beleibter. Und ich weiß nicht, das war eine Serie. Also wenn sie dann wenigstens noch irgendwie mal was gefaked hätten, dass sie irgendwas wirklich erlegen, irgend so ein Tier, ne? Nee, ja. Gar nicht. Die haben immer irgendwie in den Wald geschossen und was weiß ich und das war dann so das Highlight der Folge. Oh, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Das war so eine richtige Trash-Sendung. Lief erstaunlich lange, also während die Leute es geguckt haben. Jo, genau, dann der eine von denen, das war so ein Ex-Militär. Und der hatte auch so ein bisschen was, wie hießen der damals, Ausbilder Schmidt. Hm. Der hatte so ein bisschen, der hat auch so, wie so ein Drill-Sergeant, hat er auch immer gesprochen schon. Der war echt hammerhart, der Typ. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott? Mhm. Ich bin zu weit weg für eine Bergungsmission. Nee, mir geht's hier eher um den Spritverbrauch von dem Fahrzeug gerade. Ach so. Sehr gut. Mit dem Rampentieflader. Angenommen, ich lasse die Differentialsperre mal zu lange drin, ne? Hm. Sie
Oh Gott. Simuliert der wirklich, dass das Fahrzeug dann nicht mehr vorankommt, wenn die Antriebswelle bricht? Der macht dir nach und nach den Antriebsstrang kaputt. Ah, okay. Das ist cool. Ich wusste jetzt nicht, ob er nur Leistung verliert oder ob er wirklich sagt, nö, das war's, ich bin raus für heute. Ich kann ja auch noch nicht sagen, wie das mit dem, wenn du dir jetzt den Motor zu oft andillst, wie sich das äußert. Ob er dann wirklich an Leistung verliert oder was? Oder ob er dann einfach irgendwann nicht mehr fährt, wenn er ganz kaputt ist. Kann ich dir nicht sagen. Könnte ich mir vorstellen, weil wenn du jetzt die Fahrzeuge hast, die du bergen möchtest und die nicht repariert sind, dann sagt er doch auch immer, der Motor ist hinüber, wenn du den starten willst. Ja. Vielleicht irgendwie so in der Richtung. Oh, muss ich da ein kleines Stück in den Sumpf rein? Kann das sein? Ja. Die okay. Komische Antenne ist der, die umgekippte Antenne ist halt der, warum auch immer, der Aufnahmeort. Habe ich nicht die Tage mal meine Vermutung geäußert, dass hier eine Transall abgestürzt ist? Vielleicht hat die den mit umgerissen oder so. Okay, das ist aber wirklich sehr strange. Naja, fahre ich da mal direkt rückwärts rein für den Fall der Fälle. Und hab gleich wieder verschätzt, wie lange das Ding braucht, um sich zu wenden. Okay. Okay. Ja. Der Container ist mir vom Rampenauflieger gefallen. Oh, sehr gut. Ach, das gibt's doch gar nicht. Geht jetzt gar nicht damit oder war jetzt einfach nur unglücklich? Ich glaube nicht, dass ich den mit meinem Pekinesen-Kran gehoben kriege. Ach, bitte. Da ist jetzt... Wo stehst du denn? Noch da in der Nähe? Weil wir können die Quest ja neu starten. Dann resettet sich das ja, ne? Ja, Könnte mir die Bohrausrüstung auch von woanders holen. Kannst du natürlich auch. Okay. Himmels Willen. Der Container ist wieder größer als mein ganzer Truck. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht schon wieder? Ach nee, jetzt wo ich einen Kran wieder herstelle, kippt er mir um. Warte, warte, er ist noch nicht aus. Oh Mann. So. Ja, ich glaube, ich hole mir so einen Frachtcontainer von woanders. Ja, dann. Nee, es war tatsächlich die zweite Brücke, wenn du zum Sägewerk rumfährst. Ja, die ist dir zum Verhängnis geworden. Da ist der letzte Radsatz, wollte nicht mit auf die Brücke. Bringt jetzt meine ganze Planung durcheinander. So.
Ja, Marc, so viel zum Thema. Wir können ein Stück zusammenfahren, weil du bist jetzt schon viel weiter als ich. Normalerweise hätten wir uns gut getroffen. Ja, du, ich fahre nach Drummond Island weiter und dann warte ich da auf dich. Ich kann mir für unsere weiteren Schandtaten schon mal einen Scout oder so ranführen. Also ich beschäftige mich schon. Ja, wir hätten ja hier auch noch ein Upgrade zu liegen, ne? Erinnere mich nicht an das eine Upgrade. Das ist das letzte, was uns fehlt in der Region. Aber irgendwie weigere ich mich da konsequent. Aber guck mal, alleine deswegen lohnt es sich schon mal wieder hier einen Scout hochzufahren. Ich habe gerade mal versucht, manuell zu schalten, ne? Gibt es da sogar ein Quicktime-Event für den Kupplungspunkt, für den Schleifpunkt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es sah so aus, weil er irgendwie sagte, zu niedrige Drehzahl, zu hohe Drehzahl. Und dann war ja, da so ein... Ja, aber du hast ja nicht mal ein Drehzahlmesser eingeblendet. Ja. Hey, das ist KMH. Ja, den siehst du nicht wegen deiner Hand, wenn du in eine Ego-Perspektive gehst. Da ist er! Ego-Perspektive, aber... Es wird bestimmt Füchse geben, die allein am Geräusch des Motors wissen, wann sie schalten. Ja, dann müsste ich mir das Motorengeräusch aber um Längen lauter stellen. Ja. So. Neuer Versuch, neue Bohrausrüstung. Gut, dass du 4 Versuche hast, ne? Gott. 20 Liter die Minute. Ja, ich möchte gerade noch mal ein Fazit wieder abgeben zum White Western Star. Also solltet ihr überlegen, das Spiel neu anzufangen, so wie wir das getan haben, oder zum ersten Mal zu spielen sogar, so wie ich. Ich würde euch empfehlen, holt euch schnellstmöglich das Teil. Das ist so ein geiles Fahrzeug. Wo man die Upgrades findet, da gibt's eine interaktive Karte. Genau, wenn man da mal irgendwo ein bisschen... Netrunner heißt das, glaube ich, ne? Bisschen ins Struggeln gerät, aber mir zeigt das jetzt gerade wieder und auch Svens Testlauf beim Holzfahren in der vorletzten Folge ist es mittlerweile schon, dass das einfach ein wahnsinnig geniales Gerät ist. Und er performt. Es muss nicht mal das teuerste Fahrzeug sein. Ich weiß gar nicht, der kostet. Was kostet der? 70.000, 80.000, glaube ich. Wenn man ihn am Anfang nicht birgt. Ach so. Das wollte ich gerade noch dazu sagen. Ja. Das ist es ja auch noch. Man bekommt ihn ja auch noch, aber er ist halt so das Gesamtpaket und jetzt auch mit den Upgrades, die wir haben. Du, ich merke das gerade gar nicht und ich gehe mal davon aus, dass die Container doch recht schwer sind. Und auch die Container mit der Bohrausrüstung in der letzten Folge. Also es ist einfach mal schön, sich wirklich nicht da nur um das Fahrzeug Sorgen zu machen, ob es das schafft, was bei mir tatsächlich beim Pacific irgendwie zum Schluss nur noch der Fall war, sondern wirklich sich darauf zu konzentrieren, wie fahre ich jetzt? Wie fahre ich am besten? Wie vermeide ich einen Fahrfehler? Man findet wieder mehr ein bisschen was fürs Gelände und wie gesagt, ich kann euch hier gerade an dieser Stelle wirklich das Fahrzeug sehr ans Herz legen. Es ist schönes Ding. Auf jeden Fall. Gerade ohne DLC-Fahrzeuge am Anfang. Brauchbar. Bei dir klappt es oder kämpfst du jetzt auch mit der zweiten Lieferung? Nee. Ich bin auch perfekt da rausgekommen, wo du vorhin deine Bohrausrüstung geholt hattest. Weil das lag mir jetzt mit am gesündesten auf dem Weg, hätte ich fast gesagt. Mach nicht denselben Fehler wie ich. Denk dran, dass wenn du aus dem Tunnel rauskommst, direkt rechts muss. Ja, ja. Habe ich nämlich gerade schon wieder vergessen, aber hier geht ja Gott sei Dank der Wald, dass man da durchfahren kann. Ja, jetzt noch einmal fast über die Karte. Also das wird noch einen Moment dauern. Ich fahre den mal bis zur Tankstelle und dann warte ich da auf dich.
Können wir ja mal gucken. Kannst du so lange Auto waschen oder was, ne? Ja, ich mach den Tatra am Jeep fertig. LKW-Wäsche, wenn es schnell geht, 20 Minuten circa. Oh, kommt drauf an. Ich war einmal in meinem Leben in der LKW-Waschstraße. Mit dem Sprinter damals wohlgemerkt. Weil da war irgendwie ein tolles Angebot. Mhm, alles klar. Ja, Wartezeit 3 Stunden. Weil ich keinen Termin hatte. Ah, nee. War interessant, ja. Und also wenn die Firma das bezahlt und du kannst dir das aussuchen, suchst du dir natürlich eine Waschanlage, wo es noch eine kostenlose Dreingabe wie eine Currywurst und einen Kaffee gibt oder so. Ich erinnere mich da an den ein oder anderen WhatsApp-Status von dir, ja. Da bin ich leicht neidisch geworden. Ja. Nee, so gute hatte ich leider nicht. Ah, ich muss dazu sagen, ich habe den eigentlich immer vor Feierabend, habe ich den eben selber gewaschen. Konnte man auch noch ein bisschen Arbeitszeit rumkriegen, ne? Deine Currywurst hast du denn selber? Ich habe mir meistens mittags das Mettbrötchen geholt und eine dicke Frikadelle oder so. Ja. Ich hab wie mich, der Hack in den Magen kommt, ist jetzt... Ja? Ich habe mich komplett verfahren. In welcher Form? Okay, ich bin gerade unnötig gefahren. Egal, machen wir ein bisschen Sightseeing wieder. Oh du, nö, aber bei mir war es halt, mir war das halt immer wichtig. Wir haben halt Reinigungsmittel verkauft, ne? Und da wollte ich nicht mit einem pottdreckigen Auto beim Kunden auftauchen. Das war immer irgendwie so ein bisschen schlechte Werbung, ne? Und deswegen, ja, ein, zweimal pro Woche war der schon fällig bei mir. Ja, siehste. Und ich werde nach dir gekommen. Die Überreste abholen. Verpackungen. Ja. Musste ich auch immer so ein bisschen dran denken. Die Arbeits- und Schutzkleidung, die weggeworfen wird. Ja. Meine Hinterlassenschaften. Guck mal, das hat ja sich hier eigentlich im Spiel nicht geändert, oder? Nee. Die Parallelen bestehen weiterhin. Wir müssen uns irgendwann hier noch um Cousin Cletus kümmern, ne? Ist nicht mein Cousin. Er ist der Cousin vom Pastor, ne, vom Priester war es, ja. Oh mein Gott, Alter. Nein, ich... Hier auf dem Land ist jeder Familie. Nein, ich meine, dass dieses Fahrzeug hier fast durchgehend 20 Liter die Minute saugt. Ach so. Ja gut, du hast es selber gesagt, er hat halt mehr Wumms, ne? Ja, aber das liegt jetzt definitiv am Rollwiderstand und am Gewicht auf dem Rampenauflieger. Der hat einen ganz anderen Rollwiderstand als ja der Pritschen-Tieflader ist es, glaube ich, was du hast, ne? Nee, Tieflader, oder? Es ist Auflieger, ne? Tieflader habe ich nicht. Auflieger. Pritschen Auflieger, genau. Auflieger, ja. Ich sag mal, ich habe die anderen Anhänger noch nicht so getestet im Spiel, bis auf die kleinen. Ich möchte auch gar keinen anderen mehr nehmen, ich komme so gut mit denen zurecht. Und wo wir gerade beim Thema Anhänger sind, erinnerst du dich, ich habe doch mal vor ein paar Folgen gefragt, was es mit diesem Generatorwagen auf sich hat, ne? Ja. Wusstest du da auch nicht. Ich habe mir mal die Beschreibung durchgelesen. Das ist eine mobile Einheit, mit der du Rohstoffe produzieren kannst. Was? Ja. Die verbraucht dabei aber irgendwie immer Treibstoff oder sowas. Und könnte gerade so für die neue Karte hier, für Main, wo du keine Werkstatt am Anfang, kein Lagerhaus, kein gar nichts hast, könnte so ein Teil natürlich Gold wert sein, ne? Ja. Alter. Ich muss hier jetzt echt erstmal nachtanken. Junge, Junge. Ein Glück war es, wenn so geistesgegenwärtig und hat den Anhänger dahingestellt. Ah. Ja, ich wollte mal gucken, wie das so läuft. Mit dem Rampentieflader-Anhänger. Wenn man so einen schönen niedrigen Schwerpunkt damit hat. Allerdings hat er auch keine Ladebordwände. Also wenn die Karre umkippt, ist die Ladung direkt unten, ne? Ja, das ist hier so ein bisschen immer mein Backup bei der Karre. Ja. Och, bitte, das wenigstens... Könnte ja wenigstens das Allrad eingeschaltet bleiben, ne?
Ist einfach so schön, dass an der Tankstelle immer dieses Lied läuft, I'm no millionaire. Hm. So, okay. Ja, ich lass den mal hier dann so lange stehen. Du kannst mir ja dann Bescheid geben, wenn du dich annäherst. Und der Gebietswechsel ist schon durch? Ach so. Ja, ja. Wo muss ich denn eigentlich hin damit? Zum Hafen, ne? Nee, ach nee, Smithville auch, sicher. Okay, aber du müsstest ja, wenn dann auch den Tatra noch hier ranführen, ne? Wenn wir damit fahren würden. Ach, du wolltest jetzt deine Schwertransporttour machen, oder was? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht erstmal die Tour wegbringen und dann gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, ja. Weil das wird auch nochmal, wenn ich das gerade so überlege, die beiden Tatras herbringen. Ich glaube, du bist von der Planung schon wieder viel zu weit. Ich habe auch gerade das Gefühl, ja. Ja, ein bisschen zu viel versprochen, aber in einer der nächsten Folgen gehen wir das auf jeden Fall an. Ja, dann warte ich trotzdem mal eben den Moment auf dich. Ich nutze das ja, mal. Ja, das wäre dumm gewesen, mit den beiden Fahrzeugen da jetzt so wieder wegzufahren. Ja, alles gut. Nur ich habe gerade irgendwie, weil ich will mit dem Tatra, hier mit der Hebebühne und Jeep hier hochfahren. Mhm. Deswegen wird das sowieso dauern, aber da du ja auch den Tatra nehmen willst, dann glaube ich zum Ziehen, ne? Sind wir ja eh gleich schnell unterwegs. Dann passt das ja. Ja, würde, glaube ich. Aber das wird den Zeitrahmen sprengen. Dann auch noch die Tour fahren. Ich glaube, ja, also mittlerweile hätte ich wohl in einige mehr Fahrzeuge, die das packen würden, aber ich denke mal, Tatra ist schon ganz geil für so eine Aufgabe. Was wollte ich sagen? Nee, weil dann machen wir das, glaube ich, so, dann fahren wir die Tour zu Ende und bereiten das Ganze dann schon mal offscreen vor. Ich sag mal, den Weg, den Talpass hoch, habt ihr, glaube ich, nach wie vor schon sehr häufig gesehen jetzt bei uns in den vergangenen Folgen. Den brauchen wir euch, glaube ich, nicht nochmal zeigen. Da ändert sich auch eigentlich nichts an der Route. Ist ja auch eigentlich nicht schwierig. Da gibt es ja eigentlich kaum irgendwelche problematischen Stellen. Ne? Und dann starten wir dann einfach, wenn wir damit heute durchkommen, einfach in der nächsten Folge direkt am Hafen und fahren dann unseren nächsten Schwertransport. Was hältst du davon? Hm. Na, dann haben wir da schon mal ein Ziel so ein bisschen für die nächste Folge und bringen jetzt erstmal in der heutigen ja, unsere beiden Aufträge zu Ende und ich befeuchte mal eben meine Kehle wieder. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört, ich habe mich nicht gemutet. Wenn ihr das Gurgeln gehört habt, tut es mir leid. Er trinkt immer sehr laut. aber ich muss sagen, ich habe das eigentlich so fein eingestellt, dass es eigentlich nicht hörbar sein sollte. Vielleicht, wie ich die Flasche aufschraube, das war es aber auch. Aber trotzdem mute ich mich normalerweise bei sowas immer. So, da kommst du angescheppert mit einem Truck, der größer ist als die Brücke gerade auf der Karte. Das ist einfach schön. Wo musst du eigentlich hin? Auch nach Smithville? Ich muss zum Hafen. Achso. Alter. Er wuppt den hier aber noch hoch, ohne dass ich irgendwie in Lastgang gegangen bin. Hm. Jetzt nur Allrad und Vollschub. Man merkt aber, dass das Fahrzeug ein bisschen leicht ist, ne? Ja. Bist du schon weiter? Ja, ich stehe hinter der nächsten Kurve. Ach da, seh dich. Ich wollte bloß noch mal ein bisschen Treibstoff bunkern. Mach mal besser. Der haut hier gerade durch, wie nichts gut ist. Warte. Ich hab den PS-Boost gar nicht an. PS-Boost, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Ab durch den Modder. Der Modder muss mit. So, jetzt wieder Augen zu halten, ne?
Oh mein Gott. Sobald der Auflieger im Modder steckt, ne? Junge. Zieht er gar nicht mehr. Ja, geht. Aber er flügt ja den Acker hier ganz schön um. Das sieht bei mir aus, als wäre der vordere Container gar nicht gesichert. Oder dein Anhänger ist schon wieder so krumm, dass der deswegen so steht. Wieso mein Anhänger? Ah. Oh ja, der vordere Container wackelt auf jeden Fall. Hat es den vielleicht doch mal so geneigt, dass sich da einer gelöst hat? Ich habe das gerade auch schon beobachtet, als du zur Tankstelle rumgefahren bist. Ich habe eigentlich gedacht, du kippst hier einen Moment um. Nee, ich meine deiner. Dein Vorderer sieht so aus wie... Nee. Spanngurte sind rum. Ja, Spanngurte, wer macht denn sowas auch? Da wäre ein Knacken dran. Dafür gibt es ja wohl Containerchassis. Ja. Container. Gibt es, aber... ne? Und das ist auch viel, viel einfacher, weil da läufst einmal um Fahrzeug drehst die Dinger fest und dann hält das, ne? Dann ist das wie mit dem Chassis verschweißt. Auch hier möchte ich wieder meinen zwei Spanngurte. Ja. Wirkt ein bisschen weh. Bisschen sehr viel. Wahrscheinlich so ein 3,5-Tonnen-Gurt oder sowas. Oh je. Okay, das könnte jetzt ein bisschen abenteuerlich werden. Ich glaube, das Schönste, was ich mal gesehen habe, war einer unserer DAXA-Fahrer. Er kam dann auch mit seinem 7,5-Tonner. Oh und ja, 7,5-Tonner-Fahrer sind sowieso die härtesten. Und kennst du diese kleinen, ich möchte es gar nicht Spanngurt bezeichnen, diese 600-Kilo-Dinger? Hm. Die eher aussehen wie so eine Zumutung halt. Ja. Und damit hatte der von einem Kunden, ich weiß nicht, was es war, irgend so ein Getriebe für ein Rührwerk, irgendwie sowas. Also war schon ein bisschen schwerer, das Ding, ne? Hatte der damit so einmal so irgendwie an seine Ladebordwand, also was heißt Ladebordwand, Planen aufbauen, dann die Holz... An den Spiegeln, ne? Ja. Ja, das war, glaube ich, das Härteste, was ich jemals gesehen habe. Oh. Oder nee, ich glaube, der Beste war noch, da haben wir 40 Tonner geladen für die Schweiz und der hat 200 Liter Fässer draufgekriegt. Wir Blechfässer, also war schon dann noch ein bisschen mehr jeweils, ne, pro Palette. Und dann haben wir die normalerweise immer so geladen, Palette, 5 Fässer drauf, Palette oben drüber und dann mit Gurten runtergezurrt, ne? Ja gut, aber da musst du CP nehmen, ne? Ja. Auf jeden Fall hat er sich das komplett alles gespart. Hm. Und hat dann zum Schluss sich gedacht, weil am Ende war noch so eine Lücke. Da war so 1,5 Meter noch auf, die Ladefläche war noch offen. Hm. Und normalerweise haben wir sowas immer mit Europaletten aufgefüllt, ne? Damit du halt einen geraden Abschluss hast, dass nichts rutscht. Ja. Er wollte nicht, er hat einfach einen Spanngurt dahinter gezogen. Ja, geil. Und natürlich nicht zu vergessen hier diese, die da auch in die Ja, aber das Schlimme ist, du darfst ihn ja dann so nicht ich wegfahren. Ich darf ihn so nicht fahren lassen. Du bist ja Verlader, du sitzt ja mit im Boot. Und du bezahlst auch noch das Doppelte von ihm. Ja, und jetzt kannst du dir mich vorstellen, wie ich da im, das war glaube ich Ende Dezember, es war auf jeden Fall schweinekalt. Wie ich da draußen... Wenigstens Gefahrgut, die Fässer? Ja, klar. War 46.000 Punkte oder so. Also. Ja. War schon ein bisschen was er drauf hatte. Ja, auf jeden Fall habe ich dann da gestanden und der gute Mann natürlich auch wieder Osteuropa, ne? Ja, und ich mit Google Translator da auf Russisch am Übersetzen. Und er zurück am Übersetzen. Es war ein wunderbares Gespräch. Ja. Ich meine, das muss ich ihm lassen. Das war der Erste, der sofort gesagt hat, hey, nix Englisch, ne? Und kam dann aber auf den Trichter mit dem Google Translator. Habe ich vorher auch nie drüber nachgedacht. Ich habe mich halt immer versucht, auf Englisch mit denen zu verständigen. Mhm.
Aber ja, das ich meine, ansonsten hat er ziemlich viel abgefahrene Sachen gemacht, aber... Abgefahrene Sachen wie Reifen. Ey, ja. Tankzug haben wir mal gehabt, ne? Der hatte, sah aus wie Slicks, hatte der nur noch drauf. Ja. Der war auch, oder der beste, da war ich aber, da habe ich da noch nicht da gearbeitet. Das habe ich nur von meinem Arbeitskollegen gehört. Der beste Tankzugfahrer, der wohl mal da war, der hat im Nachbardorf die Eisenbahnbrücke abrasiert mit seinem Aufbau oben, mit dem Geländer und allem. Lol. Das hing nur noch halb da drauf. Der ist aber einfach weitergefahren, ne? Hat das dann noch so stolz erzählt, ja. Haben wir ja, mal ganz schnell... Hat er nicht eingeklappt beim letzten Kunden. Ja, und aber war alles im Arsch, ne? Das Geländer oben ja, weg, die Glocke... Vor allen Dingen darfst du ja dann gar nicht mehr an die Domdeckel. Ne, eben, ich wollte gerade sagen, die Domdeckel, die kannst du dir nicht vorstellen, wie die aussahen, ne? So krumm hingen die da drauf. Die haben mir ein Foto davon gezeigt, ne? Ey. Und der steht da und sagt, ja, macht mal voll hier, ne? Ich fahr dann gleich wieder. Nein. Aber mit Sicherheit. Ja, naja, aber meine Kollegen haben erstmal die Bullerei gerufen. Ja, bist du auch am Arsch, ne? Ey, wenn du so einen vom Gelände lässt, bist du... Ja, natürlich. Bist du komplett weg vom Fenster. Ja, ich sag, manche sind echt schmerzfrei, ne? Es gibt ja genug, die machen sich auch wirklich einen Kopf, ne? Aber manche, die haben einfach mit gar nichts was zu tun. Das ist wirklich der Hammer. Warum fahre ich hier eigentlich im Lasker? Ja gut, manchmal ist aber auch echt schwierig, ne? Wo hatte ich denn... Ich muss gerade überlegen. In Duisburg, Alter. In Duisburg. Hör bloß auf. Da musste ich zu einer Firma und da war die normale Strecke, da bist du halt von der Autobahn gekommen und hattest nicht weit zu fahren. Das war nicht mal ein halber Kilometer und dann warst du da in der Firma. So, jetzt hatten sie aber die Straße gesperrt und du musstest dir einen Weg suchen, weil nichts vernünftig ausgeschildert war, ne? Ja. Wie sie das eben so machen in Deutschland. Ne? Ja, klar. Ja. Und dann kommst du da irgendwo rum und dein Navi sagt dir, ja, du sollst abbiegen und ist auch ein LKW-Navi und ne? Ja, und auf einmal biegst du da ab mit deinem Gliederzug. Schön mit Anhänger, ne? Ja, und dann steht da auf einmal Brücke. 3,8 Tonnen. Ah. Ja, aber auch keine Abfahrt mehr in irgendeine Richtung, ne? Ja. Dann stehst du da. Höhe vom Tunnel war es. Ach so, ja. 3,80 Meter. Und unser eins natürlich, LKW. Knappe 4 Meter, ne? Ja, was machst du jetzt? Oberleitungen auch noch, ne? Oh, super. Ja. Und ich denke so, scheiße. Im dicksten Verkehr, die fahren gerade alle zur Arbeit. Wie kommst du da jetzt rückwärts weg? Das funktioniert ja gar nicht alleine, ne? Ja. Ja, und dann war aber ein Kollege. Ich erstmal einmal ums Auto gelaufen, ne? Steig aus, rauf vorne ums Auto und war ja bloß noch, ja, das hat vielleicht 30 Meter weg und versucht dazu einzuschätzen, ob ich da unter durchkomme. Ne? Ja. In dem Moment kommt ein Entsorgungskollege von hinten, ne? Und feuert da einfach unter durch. Ich guck, dann passt bei ihm gut, dann passt er bei mir auch. Zack, unter durch, fertig. Jawohl. Ja. Manchmal kannst du nur so arbeiten, ne? Ja, klar. Nein, du kannst auch nicht immer alles mit Ladungssicherung ultimativ umsetzen. Das geht nicht. Dafür fährst du viel zu unterschiedliches Stück gut. Oh, sehr gut. Ich wurde gerade vom Hafen angerufen. Die Boas sind angekommen. Vielen Dank für deine Hilfe. Und ich weiß nicht, warum ich auf einmal mit so einer Stimme spreche. Du versuchst hier die verschiedenen Charaktere darzustellen. Oha, bitte nicht. Machst hier RP oder was? Jo. Ich meine, du könntest das auch RP-mäßig hier machen, aber ich glaube, das wäre mir zu anstrengend auf Dauer. Ah. Erstmal morgens die Frequenz einstellen vom Funk. Ja. Ah. Vielleicht noch ein externes Tool finden, wo man dann auch wirklich über Funk spricht. Ja. Ich habe die Tage schon in meinem Schneideprogramm gesucht, aber leider so ein Voice-Over kriege ich nicht hin. Obwohl, doch. Doch, tatsächlich würde ich das hinkriegen. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber nee, das ist ein bisschen too much. Vielleicht mal als Gag zwischendurch, aber so ist ein bisschen too much. Mit was für einem Fahrzeug wolltest du hier
Und wo müssen wir das Ding hier überhaupt hinziehen? Ich meine, jetzt kriege ich es ja eh nicht weg, weil ich Sattelkupplung niedrig habe. Ja, wir müssen das zu einem der Bohrplätze bringen. Zu einem der Bohrplätze. Warte mal, ich kann mal eben... Ich kann ja mir... Die Quest ist, glaube ich, noch gar nicht angewählt, ne? Kann das sein? So, jetzt ist sie an. Lass mich schauen. Oh, okay, das Ding... Smithville Talsperre muss das Ding zum Bohrplatz. Ah! Das heißt, wir sind in Island Lake tatsächlich so gesehen durch, ne, mit den Bohrplätzen. Mhm. Okay. Du meinst doch weg mit dem Alten, ne? Ja, genau. Ja, die Sache ist jetzt... Oder fahre ich den anderen? Du hast ja dann auch kurz zu tun, ne? Ja, ich fahre jetzt noch hier zum Lagerhaus. Ja gut, dann bringe ich den Anhänger zum Anhängershop. Sonst hätte ich gesagt, ich weiß ja nicht, mit was für ein Fahrzeug du mich da was du als Begleitfahrzeug auswählst, sonst hättest du den Anhänger ja mitnehmen können. Ja. Erstmal fahre ich da mit dem Tatra hoch, allerdings hinten drauf den. Oh. Ich hab Gegenverkehr. Hä? Ja, hier steht so ein HX520. Ah, okay. Der steht auch, glaube ich, schon ein bisschen länger hier. War das der, ja, mit dem du bergen wolltest? Das war das Reserveauto, mit dem ich kommen wollte, falls wir den anderen nicht mehr geborgen kriegen. Ja. So, habt ihr mal jemanden zur Seite gefahren? Ja, mit Level 15 habe ich ja alles so erreicht, dass ich den HX nutzen kann. Ja. Ja, ich würde mit Tatra, Hebebühne und ich bin mir sicher, ob ich den Jeep nehme oder... Ich glaube, so als Begleitfahrzeug sieht der Chevy eigentlich geiler aus. Du musst mal gucken, hast du da nicht in der letzten oder vorletzten Folge irgendwie noch Differential für eingesammelt? Oder bin ich jetzt doof? Für den Chevy, oder, ja, oder, könnte sein. Oder Allrad oder was das war? Nee, Differential war es. Differential war es, ne? Müssen wir mal gucken, der kostet ja nicht viel. Ich müsste den nur noch mal kaufen. Ich habe den, glaube ich, mal zwischendurch verkauft. Aber der war nicht teuer. Wie viele von denen hast du denn verkauft? Wie viele haben wir denn schon eingesammelt? Ja, ich weiß. Aber den gibt's ja doch häufiger umsonst. Ja. Aber ich glaube, so den mit der Form, der hat eher was als der Jeep. Ich meine, der Jeep, ja, nach wie vor auch ein unheimlich schönes DLC-Auto. Also ich komme damit super parat, aktuell noch. Aber, ja, der hat halt nicht so viel mit Schwertransport irgendwie zu tun, ne? Oh. Ja, so ein BF3-Fahrzeug müssten sie ja noch einführen, oder was? Ach, mit der Klappe, mit der Tafel oben drauf, oder was? Ja. Jo. Gerüchten zufolge soll er ja eine richtig kleine Küche hinten drin sein, ne? Wo du vernünftig was zu essen machen kannst im Notfall und so. Hä? Okay. Ja gut, aber kann ich mir vorstellen, und ne? Kaffee kochen und so. Ja. Ich meine, überleg mal, wie lange die Jungs damit teilweise unterwegs sind, ne? Mhm. Ja, ist ja nicht nur für die, ne? Ist ja für die begleiteten Truckfahrer auch mal angenehm. Ja, ja, meinte ich jetzt. Das ganze Gespann, ja, halt, ne? Ja, richtig. Weil, wenn man mal guckt, die kriegen ja teilweise vorgeschrieben, wo die Pause zu machen haben. Und da ist ja nicht immer irgendwie eine Tankstelle oder irgendwas, wo sie sich duschen, waschen etc. können, ne? Ja. Deswegen sind die Begleitfahrzeuge ein bisschen üppiger ausgestattet. Nein! Was? Ich hätte nicht abwählen dürfen. Ich hätte das direkt oben am Lagerhaus abgeben müssen, am Pass. Bin bis zur Talsperre gefahren. Hm. Oh, ich hab gedacht, die meinen das Lagerhaus hier wegen... Ja, ich hab Talsperre gelesen und nicht weiter. Ach so, Marc. Nein! Vor allen Dingen, jetzt kann ich ja nicht mal dann mit dem... Tatra... Nee, das geht gar nicht. Ah. Ach,
Ach Mann, dass du deine Folgen immer so künstlich strecken musst. Nee, das schneide ich raus. Liebe Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder zurückgefahren bin. Bis gleich. So, meine Freunde, ich bin einmal zurückgefahren. Hab mal ein bisschen was für die Umwelt getan, sozusagen. Meine Tankanzeige ist auch schon am Schreien. Ja, aber saukalt, da muss das ein bisschen was für die globale Erwärmung tun. Ah, okay. So, und dann hoffe ich doch jetzt mal, dass ich jetzt wirklich den Auftrag abgeben kann. Das ist zumindest der Droppunkt, das sieht schon mal gut aus. So. Spritbestellung. Das ist eine Bestie von Truck, die du da hast. Alter. Nee, was? Aber noch nicht das Beste vom Besten. Es gibt noch viel zu tun, bevor du der König der Straße wirst. Was ist denn falsch mit dir? Ich fahre hier aus dem hinterletzten Loch für dich irgendwie zwei Container mit, keine Ahnung, Rasenmäher, Benzin oder sonst was. Und dann wirst du noch doof angemacht? Ey, unglaublich. Ah, ja, ich fahre noch eben den Anhänger verkaufen. Sven, möchtest du schon mal irgendwas erzählen, so zum Folgenende? Nee, ich frage mich bloß gerade, ob wir hier vielleicht doch in Deutschland sind. Mit nichts zufrieden, weißt du? Ja, ich glaube auch. Und wenn nichts gesagt wird, ist danke noch oder irgendwie sowas. So typisch deutsch halt, ne? Ja. Gut, auf der anderen Seite, ich habe hier noch keine America-Fahne gesehen. Ah, nee, sorry. America-Fahne. America. Einfach America. Aber ich weiß, wo kommt das eigentlich her? Ist das ein lokaler Akzent von denen oder war das aus irgendeinem Film? Irgendwoher kenne ich das. America. Jetzt erwischt er mich hier, wie ich Pause mache, weißt du? Ich habe dich gerade schon gesehen auf dem Hinweg. Aber mein Horn ist nicht so mächtig wie deins. Oh Gott, ich hab nicht gebremst! Okay. Oh, ernsthaft? Du räucherst da einen Zaun und hier macht irgendwie dazu. Ach so. Oh Gott, au. Oh mein Gott, Flurschäden. So. Ach, wie gut, dass du hier scheinbar schon wieder durchgebrettert bist. Damit du da besser rankommst, ne? So. Aber finde ich schön. Wir haben die Folge gemeinsam nebeneinander begonnen und wir beenden sie auch nebeneinander gemeinsam. Ja, bloß, dass mein Licht nicht ausgeht. Ich wollte gerade sagen, warum geht dein Licht nicht aus? Weil normalerweise geht das automatisch aus, wenn der Motor aus ist. Ja, ich rolle übrigens. Aber ich war kurz in der Werkstatt, bin wieder zurück ins Auto und dann brannte das Licht. Was ist denn, wenn ich jetzt immer... Ich werde mich nicht beschweren. Und während ich langsam jetzt wegrolle, werde schneller, glaube ich. Ja. Handbremse und so? Ja, Bremse. Brauche ich nicht. Ich habe sogar auf neutral geschaltet, damit es noch einfacher geht. Ja, okay. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Video heute wieder gefallen hat, dann gebt dem Ganzen natürlich gerne wieder einen Daumen nach oben. Über ein kostenloses Abo eurerseits würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Sven, ich bedanke mich wie üblich für deine maßgebliche Unterstützung bei diesem Projekt. Ja, Rechnung ist raus, wie immer. Ja, Schredder läuft heiß, kann ich dir immer nur wieder erwidern. Das sind die gemeinsamen Momente, für die man hier, ne? Lisa, wenn nichts gedankt wird, ist danke noch, ne? Ich hab's euch ja rausgeschnitten, liebe Freunde, aber der hat mich gerade wieder fertig gemacht, ne? Dafür, dass ich jetzt eine Strecke umsonst gefahren bin. Gar nicht, ich hab dich bloß eine Viertelstunde lang ausgelacht. Ach so. Und es sieht gerade tatsächlich so aus, als hätte ich einen Riss im Reifen. Ja. Oh, das Geräusch. Oh. Da musst du wohl mal zu Reifen, Günther. Oh. Tschüss, Sven. Ja, so. Scheiß Elektroautos. Ja, und mit diesem rollenden Abgang verabschiede ich mich dann auch von euch. Und ich würde sagen... Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, Leute, haut rein, bis dahin und rückwärts. Ciao.